Ich bin draußen, ich bin gestartet, mein Wagen ist aufgebaut und ich werde jetzt zu Fuß bis zur Flixbushaltestelle hinlaufen. Dieser ist in der Nähe von Hauptbahnhof. Und wie die meisten von euch wissen, sind das vielleicht 4,5 Kilometer bis zum Hauptbahnhof von mir entfernt, also bis zur Flixbushaltestelle. Und heute nieselt das die ganze Zeit, es ist so schmierig, windig und so weiter. Das heißt, dass bestimmt so ein paar Aufnahmen scheiße werden heute. Weil guck mal, ich habe mein externes Mikrofon vergessen, den ich heute wirklich gebraucht hätte eigentlich. Wegen diesem windigen Wetter. Und ich habe noch ungefähr eine ganze Stunde Zeit, bis ich dann bei der Flixbushaltestelle angekommen bin. Und wenn ich bei Flixbushaltestelle angekommen bin, dann fahre ich mit dem Bus bis nach Leer. Das ist da in Ostfriesland oder wie das heißt. Und dann werde ich mich dort mit meinem kleinen Bruder treffen. Und wenn wir uns getroffen haben, dann Wanderungsstart kommt. Hier vorne ist rötliche Ampel. Guck mal, ich laufe hier schon wieder hier an diesem Netto vorbei, wo ich bis heute immer noch kein Bier gekauft habe. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Ich glaube, ich habe noch eine halbe Stunde Zeit, bis ich dann bei dieser Flixbus-Haltestelle ankommen muss. Oder beziehungsweise bis dieser Flixbus abfährt. Oh Scheiße, mir ist eine ganz schreckliche Auffälligkeit aufgefallen. Und zwar, ich habe meine Kühlplastikteile, die ich sonst immer hier drin habe, und das ganze Bier abkühlen. Die habe ich zu Hause vergessen, also diese Kühlakkus oder wie die heißen. Und das ärgert mich. Das heißt, ich bin verpflichtet, mindestens einen Träger gekühltes Bier da reinzustellen, damit die ganzen anderen Biere, die da drin sind, ebenfalls dann mitgekühlt werden. So ein bisschen. Aber trotzdem, das ärgert mich. Das ist voll scheiße, das finde ich voll ärgerlich. Weil wenn ich dann diese Kühlplastikteile drin hätte, dann wird das Bier viel schneller kalt und so weiter. Das hält auch länger. Ja, finde ich scheiße. Aber egal, ist halt so. Und guck mal, langsam Scheißregen kommt. Guck mal, da vorne ist eine Vollfettkreuzung. Und hier vorne ist auch eine Vollfettkreuzung. Ich habe gerade meinen gelben Sack angezogen und diesen orangenen hier. Weil ich musste diesen Bus und das regnet hier in Strömen und so weiter. Das nervt mich. Das nervt ab. Ich sehe dich. Das fängt schon mal gut an. Hey, guck mal, da ganz hinten, da ist diese Flixbus-Haltestelle. Ich bin gleich angekommen. Ich habe meinen Flixbus erreicht. Jetzt gleich dort einsteigen und dann nach Leer hinfahren. So, ich bin jetzt im Flixbus drin. Ich glaube, 2 Stunden dauert das, bis ich in Leer angekommen bin. Und so lange fahre ich bis dahin. Ich bin leer angekommen. Das heißt, noch ein paar Minuten und dann kommt mein Bruder an. Der kommt mit dem Zug an. Ich bin gerade von der Flixbus-Haltestelle zum Bahnhof rübergelaufen. Und wisst ihr, wo diese Flixbus-Haltestelle steht? Die steht direkt gegenüber. Also bin ich hier nur gegenüber rübergelaufen zum Bahnhof. Und ungefähr 15 Minuten und dann sollte mein Bruder ankommen. So, mein Bruder ist angekommen und er möchte gezeigt werden, weil er möchte demnächst auch mit YouTube starten. Und von daher dachte ich, warum nicht? Ich wollte ihn vorher sonst außen vor lassen, aus Gründen der Privatsphäre und da sonst meine Zuschauerschaft ihn wahrscheinlich auch irgendwann auf offener Straße wiedererkennen tut. Und deswegen war ich anfangs eher unsicher. Aber hier, guck mal, das ist mein kleiner Bruder. Moin! Mein Name ist Dennis, bin 18 Jahre alt und ich denke, das genügt erstmal. Und wir machen gleich eine Vollfettwanderung. 3 Tage. Ja. Und 2 Nächte. Ich habe heute mein Tarp dabei. Und wir machen uns jetzt auf der Suche nach einem Einkaufsladen, damit wir
hier noch mehr Sachen und Bier kaufen können. Ostfriesenbräu. Ja. Prüfen, wie das schmeckt, dieser Ostfriesenbräu. Ich habe das, glaube ich, auch noch nicht probiert, glaube ich. Weil hier, man ist zum ersten Mal in Ostfriesland direkt. Und prüfen, wie viel Geschmack so ein, dieses regionale Bier hat. Guck mal, wir haben ein Vollfettcenter gefunden. Multi heißt das oder so. Und da werden wir jetzt, da gibt es vielleicht Biergeschäfte und Supermärkte und sowas. Also weiß ich nicht, aber vermutlich, wie das hier aussieht. Und deswegen gehen wir da jetzt rein, und, um dort Bier und noch mehr Sachen kaufen zu gehen. Wir sind gerade einkaufen gegangen und ich habe für mich drei Träger Wickkühler gekauft. Dann eine Flasche Wasser für den Fall, falls das, was ich an Wasser dabei habe, irgendwie nicht reichen sollte. Dann zwei Apfeltaschen oder Apfeldreiecke heißt das, für zwischendurch fressen. Dann einmal sowas hier. Das ist Schweizer Käse, Macaroni und Hackbällchen oder so. Zum wenn wir mal Spirituskocher anmachen. Genau, das war das hier dann vielleicht kochen kann. Und hier. Ein Ostfriesenbräu. Landbier hell. Das habe ich noch nie probiert. Das ist, glaube ich, regionales Bier. Und mein Bruder wird das auch zum ersten Mal probieren. Ja. Dieses Bier. Bin ich gespannt drauf. Ja, das können wir gleich anstoßen. Und hier, weil ich die letzte Nacht bis tief in der Nacht so viel am Schnitt saß und ich einfach nicht einfach viel zu wenig Schlaf hatte deswegen, habe ich mir noch einen Kaffee gegönnt zum jetzt trinken. Damit ich dann gleich so ein kleines bisschen. Gleich ein bisschen mehr Koffein in meinem Körper drin habe. Was dann hier wach macht und sowas. Damit mehr Wachheit kommt. Dass ich meine Augen dann groß machen kann und sowas. Und genau. Und das hier, was hier drin liegt, das hat mein Bruder gekauft. Und hier, ich habe noch Fischbrötchen gekauft. Das sind Räucherlachs-Fischbrötchen. Und das habe ich eben gerade nicht erwähnt gehabt, weil ich habe das vergessen mitzunehmen. Also ich war bei diesem Fischgeschäft gewesen und ich hab bezahlt, aber vergessen gehabt, die Tüte mitzunehmen. Deswegen bin ich da jetzt gerade wieder reingelaufen in diesen, weiß nicht, Multicenter oder so heißt das. Genau, aber die haben sich an meine Fresse erinnern können, so dass ich das hier trotzdem rausholen kann, konnte. So, weil mein Bruder und ich das erste Mal in Ostfriesland sind und also ich war bisher nur in Friesland gewesen, aber heute sind wir das erste Mal in Ostfriesland und trinken wir darauf gemeinsam das erste Mal Ostfriesenbräu oder wie das heißt, um zu prüfen, wie viel Geschmack das hat. Ja, Prost. Prost. Ostfriesenbräu. Landbier, hell. Ich finde, das ist zu wenig herb für meinen Geschmack. Das ist also nichts Schlechtes, aber es erinnert mich so ein bisschen an Berliner Kindel. Oder weiß ich nicht, ich hab seit Jahrzehnten keinen Berliner Kindel mehr getrunken. Deswegen weiß ich nicht, ob sich meine Geschmackserinnerungen irgendwie wieder zurückgeholt werden mit diesem Bier. Ja, ich würde sagen, kann man trinken, aber es haut mich leider nicht vom Hocker. Würde ich sagen. Aber ich finde das trotzdem gar nicht so schlecht. Kann man auf jeden Fall gut zur Entspannung trinken. So, ich werde jetzt erstmal diese ganzen Sachen hier einpacken, in meinen Wagen rein. Und wenn das passiert ist, dann suchen wir uns eine Bank oder so und dann fressen wir Fischbrötchen. Mein Bruder hat sich auch Fischbrötchen gegönnt. Ja.
Die Sachen sind eingepackt. Wir haben hier eine Sitzbank gefunden. Hier unter dieser räudigen Bushaltestelle. Und jetzt werden wir Fischbrötchen essen. In meinem Brötchen ist Räucherlachs drin. Und für meinen Bruder, da ist eine Fischfrikadelle drin. Und das gibt hier Energie und Kraft und so weiter. Wegen diesen ganzen Fischfettsäuren. Dieser Omega-3-Fettsäurengehalt. Omega 3 ist wichtig. Das muss sein. Das muss reingemacht werden. Das muss richtig reingehen. So, Fischbrötchen ist gegessen. Ich werde jetzt meinen ersten Wickhüter aufmachen. Und jetzt Wanderung Tag 1 Start kommt. Wir wollen gerade losgehen, aber hier, guck mal, hier ist das Regen und hier ist Wind, dieser ganze Kackregen hier gegenschleudert. Seht ihr das? Das ist aus Friesland. Regenbogen gefunden. Oh, Scheiße. Guck mal, seine Tüte ist gerissen. Ja. Jetzt sind diese ganzen, das hier und das hier runtergefallen. Er hat das sogar mit seinem dreckigen Rad überrollt. Hast du Scheiße gemacht. Voll alt Lok. Voll alt Lok. Weil er so alt ist. Bierpower. Ich habe gerade Bierpower gemacht. Weil das ist ein Bierpowerzug. Ja, diese Ampel, die Lampe hier, die scheint kaputt auszusehen. Weil für die Fahrer ist rot, als auch. Normalerweise würde das Signal kommt auch blinken. Ja. Aber nicht. Ja, ja. Aber es bleibt rot, sieht defekt aus. Deswegen laufen wir rüber. Ems gefunden. Aber ich finde schon, dass dieser Fluss hier vorne ganz viel Fett dran hat. Guck mal, hier vorne sind überall ganz viele nackte Nacktschnecken. Diese nackte Nacktschnecken. Die sind hier überall auf dem Weg irgendwie verteilt. Guck mal, wir stehen jetzt gerade unter so einem Baum. Und der Regen, der kommt immer stärker und so weiter. Das heißt, ich werde jetzt meinen gelben Sack anziehen. So, ich habe meinen gelben Sack angezogen. Und genau in diesem Moment, wo ich meinen gelben Sack angezogen habe, hat das mit dem stärker Regnen aufgehört. Also das heißt, das regnet jetzt nur noch ganz schwach. Und also entweder habe ich diesen gelben Sack jetzt umsonst angezogen oder gleich kommt Regen und dann behalte ich diesen gelben Sack an. Also eins von beiden. Ich bin sehr gespannt drauf. Jetzt regnet es gar nicht mehr. Ich glaube, mein gelber Sack ist jetzt schon wieder überflüssig. Das heißt, ich werde den ausziehen. Ich habe meinen gelben Sack ausgezogen. Langsam ist Dunkle gekommen, aber wir sind noch nicht auf der Suche nach dem Pennplatz, weil 13 Kilometer haben wir noch bis zum Zielort, wo wir dann irgendwie dort in der Nähe irgendwie pennen werden. Und sobald wir beim Zielort angekommen sind, dann erst machen wir uns auf der Suche nach dem Wildcamp-Zeltplatz. So, wir sitzen jetzt gerade hier an dieser Bushaltestelle rum und er frisst Kekse und ich esse eine Apfeltasche. Zum Rumpausieren. Oi, hier, guck mal. Ich habe hier vorne endlich einen Mülleimer gefunden. Das heißt, ich werde jetzt meinen ganzen schweren, nervigen Müllsack, der hier rumhängt. Naja, wobei da sind nur Bierflaschen drin. Das heißt, ich werde diesen Müllsack aufsparen. Und diese ganzen, und mit meiner verpickten, dreckigen, widerlichen Hand, diese ganzen Bierflaschen hier rauszimmern. Und hier drunter stellen.
da ist noch eine Flasche drin. Und hier vorne habe ich auch noch eine leere Bierflasche, die habe ich eben gerade ausgetrunken. Und das hier, das sind meine ganzen leeren Bierflaschen von dem letzten, wie heißt das Ding? Von dem letzten Mülleimerfund, wo ich die letzten Bierflaschen da, keine Ahnung, ob ich die reingeschmissen habe oder daneben gestellt, aber Hauptsache, die sind da. Aber genau, das sind die letzten Bierflaschen, die ich die ganze Zeit rumgetragen habe. Und darauf werde ich jetzt erstmal ein neues Bier aufmachen. Prost. Noch knappe 5 Kilometer und dann sind wir bei diesem Zielort angekommen. Und wir haben die ganze Zeit diesen leichten Nieselregen, der uns die ganze Zeit nass macht und so weiter. Und wie ihr seht, ist es immer noch dunkler. Und ja genau, ich glaube, das wird noch genauso lange dunkler bleiben, bis wir in knapp 5 Kilometer dieses Zielort erreicht haben. Genau, das wird jetzt passieren. Noch 2,7 Kilometer bis zum Zielort. Unser Zielort ist Ditzum. Genau, das ist unser Zielort. Das heißt, noch 2,7 Kilometer bis zum Zielort. Was sind das für Viecher hier, Alter? Also Viecher? Hier springen so eine komischen Viecher mich an, Alter. Ja? Ja, so eine. Oh, keine Ahnung, aber es sind welche Viecher. Richtig geil. Genau so gehört das. Da ganz hinten, da ist eine Kuh. Ich glaube, wir sehen das, aber ihr seht das nicht, aber da vorne ist eine Kuh, die pinkelt rum. Die meiste Zeit hat Niesel geregnet und weil langsam immer mehr Regen kommt. Oder jetzt nicht mehr, aber eben gerade auf jeden Fall, bevor ich gefilmt habe. Habe ich deswegen schon wieder meinen gelben Sack an. Extra mit dieser gelben Sackinnereien nicht zu nass werden. Genau, deswegen habe ich das angezogen. Aber ich glaube, jetzt kann ich das wieder ausziehen. Weil diese Verstärkung von Nieselregen aufgehört hat. Ich habe vergessen zu sagen, dass wir Ditzum erreicht haben. Also diese Zielortschaft, wo wir dort in der Nähe pennen wollten. Und wir sind hier jetzt gerade hier in so einem Schiffshafen oder was das hier sein soll. Und wir werden jetzt gleich auf der Suche begehen nach einem geeigneten Pennplatz zum Rumschlafen. Wir sind in einer Bushaltestelle angekommen und ich glaube, weil wir beide müde sind, werden wir heute jetzt hier in dieser Bushaltestelle rumpennen. Aber bevor wir hier rumpennen, werden wir erstmal so ein bisschen Essen machen. Und aus Faulheitsgründen werde ich anstatt das hier, lieber das hier essen. Also das hier, das habe ich schon bereits in meiner Tasche drin gehabt. Weil guck mal, das hier ist es einfach zuzubereiten. Weil das kann man einfach direkt drauflegen. Und dann brauche ich meinen Topf nicht irgendwie mühselig sauber zu machen. Und ich bin eh etwas müde und deswegen denke ich, bietet sich das hier jetzt gerade ein bisschen besser an als das andere. Ich habe meinen Gulasch-Eberschale hier drauf getan. Auf das Feuer. Und ich hatte mal so einige Kommentare gehabt, dass ich das besser mit Wasser vermengen sollte, damit das besser schmeckt. Weil ich hatte es schon öfters gehabt, dass es irgendwie so ein bisschen verbraten geschmeckt hat. Und genau das mache ich jetzt. Damit das. Ja, super.
Läuft, oder? Ja. Habe ich geil gemacht, oder? Oh, scheiße. Genau hier an dieser Stelle muss ich hier meinen Schlafplatz aufbauen. So, meine fertigen EPA-Dosen-Gulasch sind fertig. Jetzt, Gulasch-Essen-Start kommt. So, währenddessen mein Fressen so ein bisschen am Rumbraten ist, mein Bruder hat sich genau dasselbe Ding bestellt, genau denselben Campingkocher, wie was ich von Dennis B. per Fanpost zugeschickt bekommen hatte, vor einiger Zeit. Nochmals vielen, vielen Dank, damit ich genau dieses Essen hier so ein bisschen rumbraten kann. Und jetzt erkläre ich jetzt gerade meinem Bruder, wie er dieses Ding hier zu bedienen hat. Und ich hab ihm gerade den Erstaufbau erklärt, wie man das hier zusammenstellt. Und jetzt spritzt sich das mit diesen gefährlichen, hochprozentigen Alkohol voll. Und jetzt werde ich das mit diesen Feuerzeug hier anmachen. Und jetzt brennt das. Und jetzt kann er das braten, was er will. Linseneintopf. Mein Bruder macht einen Topf. Und jetzt warten, bis dann gleich Blasen kommen. Guck mal hier, ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin gesagt habe, aber ich habe dummerweise das Wasser über meine EPA-Schale drüber gekippt und das ist dann rübergelaufen. Und hier ist es ganz nass dran. Und ich habe das mit Taschentüchern so ein bisschen ordentlich gemacht. Weil guck mal, ich muss genau hier drauf mit meiner Isomatte und meinem Schlafsack hier drauf rumliegen. Das, was ich ausgeschüttelt habe. Genau, darüber werde ich das machen, damit ich hier so rumpennen tue. Und mein Bruder, also er hier, der wird entweder hier auf dieser Bank hier rumpennen. Vermutlich, aber ohne Isomatte. Ja, ohne Isomatte. Und falls nicht, dann pennt er auch hier auf dem Boden irgendwie so rum. Genau, aber ich werde auf jeden Fall hier auf dem Boden hier rumpennen. Genau das mache ich heute. Guten Morgen, wir sind auferstanden. Heute ist zweiter Tag von der Wanderung um Leer herum. Wir haben hier in der Bushaltestelle gepennt. Also ich genau hier auf dem Boden und mein Bruder da vorne auf der Bank. Ja, sehr bequem. Und gleich Sachen zusammenpacken, Kaffee trinken, Zähne waschen. Und, oh Scheiße, es fängt langsam an zu regnen. Ja, Ostfriesenwetter kommt an. Das nervt uns. Oh ja. Das läuft schon mal gut. Aber die Nacht hat es gar nicht geregnet. Ja. Die ganze Nacht hat es nicht überhaupt nicht geregnet, aber jetzt beim Ausstehen fängt es genau an. Oh Scheiße, diese ganzen Tropfen, die kommen hier langsam hierher, zu meinem Schlafplatz. Jetzt muss ich auch noch meine... Nee, das nervt mich. Das stört. Junge, was ist hier los? Sehr schönes Wetter zum Wandern. Das fängt an. Und darauf, dass es angefangen hat zu regnen und aufgrund der Flüssigkeiten, die von da oben runterfallen, dass die unsere Sachen hier vollgespritzt haben, werde ich darauf erstmal ein guten Morgenbier trinken. Gib Wurst.
Guck mal, die Tiere springen rum. Und guck mal, genau in diesem Moment, wo die Tiere rumgesprungen sind, ist der Feuer ausgegangen. Das heißt, dass Kaffee fertig ist. Ja, kann ich immer wieder sagen. Draußen Kaffee trinken ist voll geil. Und in der Bushaltestelle ist das auch entspannt. Zum Frühstück esse ich jetzt ein von zu Hause geschmierter Brot. Auf diesem Brot ist Brot, Margarine, Käse, Weißkraut und Porree drauf. Die Sachen sind gepackt und jetzt Wanderung Tag 2 Start kommt. Wir laufen jetzt bis zur Niederlande. Kiek Castle. Genau. Wir sind gestartet und wir sind von da drüben gekommen, also da wo die nervige Straße ist. Und jetzt laufen wir hier rein. Das ist eine Schotterstraße. Die sind hier. Schädlich für diesen von diesen Gumi von meinen von der zweitbilligsten Klapserkarre von Hornbach. Google, der schickt uns die ganze Zeit nach diese Richtung hin. Also ein Weg mit Schwierigkeit. Prüfen, ob der uns dorthin führt, wo wir hin wollen. Also. Das ist ein richtiger Weg mit Schwierigkeit. Mit diesen ganz hohen Grasen und sowas. Das nervt uns. Guck mal, wo uns Google die ganze Zeit hinführt. Wir haben hier die ganze Zeit auf diesen scheiß hohen Gras hier gelaufen. Und hier ist alles mit Stromzaun geschlossen. Und das heißt, man kommt hier sehr schwer lang. Das ist hier alles versperrt und zugewachsen. Das heißt, wir müssen diesen ganzen Weg mit Schwierigkeit, der uns viel Zeit gekostet hat, wieder zurücklaufen. Wir sind gerade da, wo die Kühe da vorne da hinten sind. Genau an der Stelle sind wir jetzt. Und jetzt weiter zu gelaufen bis da ganz hinten, wo die Straße ist. Wir sind jetzt zurück auf der Straße gekommen, nachdem wir da ganz hinten bei diesem Weg mit Schwierigkeit, der uns nicht mehr weitergeführt hat, wieder zurückgegangen sind. Dieser Weg mit Schwierigkeit, das ist so weit da ganz hinten entfernt, dass man das von hier aus nicht so richtig sehen kann. Da wo diese ganze Kuhweide ist und dieser Fluss, der im Weg versperrt war. Ich weiß auch nicht, warum Google das genauso diese Route berechnet hat. Sowas ist ärgerlich, aber es ist in der letzten Tour hier, Wilmshaven Hafenwanderung, da ist genau dasselbe auch passiert. Das war voll scheiße gewesen. Das mögen wir nicht. Aber jetzt laufen wir erstmal nach Richtung nach da lang. Vielleicht finden wir irgendwie einen Weg irgendwie dann nach rechts oder so. Ja, da ganz hinten hingeht bis zur Niederlande. Ich sitze jetzt gerade ganz entspannt hier an dieser Bushaltestelle rum. Und mein Bruder, der ist da ganz hinten am Deich, wo die ganzen freilaufenden Schafe rumlaufen. Für ihn ist das, glaube ich, Neuland, freilaufende Schafe. Und von daher kann ich das auf jeden Fall verstehen, dass er Bock hat, mal dahin zu gehen und sich das anzuschauen mit Augen. Ich warte so lange hier einfach rum und mache ein bisschen länger Pause. Mein Bruder ist wieder zurückgekehrt. Die Schafe sind vor ihm abgehauen. Ja. Aber egal, ist halt so. Aber jetzt Wanderung, Fortsetzung, Start kommt. Noch 13 Kilometer und wenn 13 Kilometer durch sind, dann sind wir in dieses Niederlande angekommen. Zumindest in dieser Ortschaft, wo diese Niederlande ist. Ich stehe jetzt gerade hier hinter meinem Wagen und hier ist hoffentlich etwas Windschutz, weil es ist gerade total windig und so weiter. Und ich habe leider mein externes Mikrofon vergessen mitzunehmen. Für die Aufnahme hätte ich das externe Mikrofon gebraucht auf jeden Fall. Mit Windschutz dran.
Aber ich wollte euch etwas Wichtiges Bescheid sagen. Und zwar, das hier, das ist mein letztes Bier, was ich noch über habe. Geprost. Mein Bruder hat keinen Snack mehr. Das heißt, ich werde ihm mein Brot, mein geschmierter, von zu Hause geschmierter Brot, vielen Dank. Zum Fressen abgeben. Er hat da noch so ein paar. Das ist, wie vorhin angesprochen, dieser Brot besteht aus Brot, Margarine, Käse, Weißkraut und etwas Porree. Genau. Und ich finde, das schmeckt scheiße mit diesem Weißkraut. Ja, denke ich mal auch. Mal gucken. Ich mach, weil der so roh ist und so weiter, so uneingebraten. Deswegen schmeckt das, das hat scheiße zu schmecken. Schmeckt scheiße, oder? Auf jeden Fall. Cool. Genau, der deswegen. Ist so unpassend. Ja. Deswegen habe ich das geschmiert. Guck mal. Hier ist so ein richtig tiefer Graben und so weiter. Aber guck mal hier. Hier diese Entfernung und so weiter. Das ist eine Weitsprung zum Rüberspringen. Das kann, da kann man rüberspringen und sowas. Oh Scheiße. Google schickt uns dahin. Und das hier, das sieht aus wie ein weiterer Weg mit Schwierigkeit. Mit ganz hohe Grasen und sowas. Das mögen wir nicht. Das ist voll scheiße und zeitverschwenderisch. Wir laufen jetzt Weg mit Schwierigkeit. So, ein Weg mit Schwierigkeit. Das kostet Energie und Zeit. Da ganz hinten, das sieht aus wie, als ob gleich dieser Weg mit Schwierigkeit zu Ende geht. Der ist richtig scheiße für einen Wagen, dieser hohe Gras, der ganz hinten war. Der hat richtig genervt. Ich mag diese Wege mit Schwierigkeit nicht. Oh Scheiße, jetzt sind wir so weit gelaufen, diesen ganzen Weg mit Schwierigkeit. Und hier ist ein Zaun, der uns den Weg versperrt. Und da drüben ist endlich so ein Weg, wo man weitergehen kann. Jetzt müssen wir unsere ganzen schweren Wagen hier über diesen Zaun hier rüber tragen. Wir haben die Wagen hier rübergebracht. Wir sitzen gerade in einer Bushaltestelle rum und mein Bruder hat hier Ravioli dabei. Und wir werden jetzt hier in der Bushaltestelle die Ravioli warm machen und geteilt fressen. Die Raviolis sind drin und jetzt warten, bis dann gleich hier ganz viele Berge hochkommen. Guck mal, diese Ravioli, die sehen genauso fertig aus wie mein Kopf. Das heißt, die sind gleich einsatzbereit. Die Raviolis werden reingetan. Genau, das hier, das ist mein Teller und das hier vorne, das ist der Teller von meinem Bruder und jetzt Ravioli fressen Start kommt. Ich habe schon lange keine Ravioli mehr gegessen. Wir haben ein bisschen gefräst
Und jetzt weiter zu gelaufen. Und jetzt weiter zu gelaufen bis nach hier. Ja. Bis da, wo Niederlande ist. Ich glaube, bis zu dieser Zielortschaft noch weniger als 6 Kilometer. Und diese Ortschaft sollte bei Niederlande drin sein. Noch 1,5 Kilometer und dann sind wir bei diesem Zielort oder wie das heißt angekommen. Boah, da hinten ist voll Fettfluss oder Meer oder was das sein soll. Und guck mal hier, diese ganze Schrift und so weiter. Das sieht hier aus, als wenn wir in Niederlande angekommen sind. Das, was mein Bruder angesteuert hat, glaube ich, das Haus, was da ganz hinten steht. So in der Höhe. Seht ihr das? Ich zoome mal einmal ran. Genau, dieses Haus meine ich jetzt. Das sollte diese Kikaste sein, glaube ich. Und wir dachten als erstes, dass das irgendwie eine Ortschaft wäre oder so, wo man vielleicht einkaufen könnte. Oder einen Imbiss treffen könnte oder so. Aber hier ist weit und breit gar nichts. Aber trotzdem. Wir sind jetzt gerade genau hier, ich glaube dieser Fluss, der hier rumschwimmt, mit den ganzen Flüssigkeiten da drin, ich glaube genau das ist die Grenze zwischen Niederlande und Deutschland. Also sprich, Hälfte von uns Niederlande, Hälfte von uns Deutschland. Das heißt, wir haben Ziel erreicht und wir haben Niederlande aber kurz angeguckt. So, weil wir gerade Ziel erreicht haben, gehen wir jetzt zu Fuß nach Richtung Leer zurück. Aber weil mein Flixbooster schon vorbestellt ist, morgen um 16 Uhr kommt. Mein Bruder, der muss vielleicht, weiß nicht, etwas früher sogar los, so 14, 15 Uhr oder so, sodass der den letzten Bus bei sich zu Hause, von Celle aus bis nach Hause irgendwie bekommt, weil er wohnt ja in einem kleinen Kuhkaff. Wenn wir das nicht schaffen, bis Leer komplett zurückzulaufen. Und deswegen laufen wir bis zu Altukerei oder wie diese Ortschaft heißt. Weil dort sollte es eine Bushaltestelle geben, wo morgen ein Bus nach Leer fährt. Und das ist ungefähr fast 10 Kilometer von hier entfernt. Also zumindest hat das mein Bruder so begutachtet, dass dort ein Bus dorthin fahren sollte nach Leer. Guck mal da hinten, da fliegt ganz viel Hähnchenfleisch rum. Da fliegt noch mehr Hähnchenfleisch rum. Scheißgeruchmaschine. Diese Scheißgeruchmaschine, die kann Scheißgeruch produzieren. Die Sonne geht immer weiter runter. Guck mal, da hinten fliegt ganz viel Hähnchenschwarm rum. Guck mal, ich habe hier einen voll Fettgrashüpfer gefunden. Ja, dieser Grashüpfer, der hat ganz viel Fett dran. Der Grashüpfer mit Fett dran, der läuft rum. Guckt euch mal, wie dieser Grashüpfer mit Fett dran. Hier, der Grashüpfer mit Fett dran. Der hat meinen Wagen hier penetriert. Der bumst das gerade an. Seht ihr das, wie dieser Grashüpfer mit Fett dran an meinen Wagen hier rumläuft? Ach, wo ist dieser Grashüpfer mit Fett dran? Da ist dieser Grashüpfer mit Fett dran.
Der Grashüpfer mit Fett dran, der hat den Wagen ein bisschen höher bestiegen. Ja, hier ist dieser Grashüpfer mit Fett dran. Hier. Der Grashüpfer mit Fett dran, der chillt hier rum. Auf der zweitbilligsten Klappsackkarre von Hornbach. Ja. Jetzt kommt er auch noch zu mir. Mein Bruder wird von diesen Grashüpfern mit Fett dran bestiegen. Ich sehe sein. Wir machen jetzt gerade eine Sitzpause hier direkt auf dem Asphaltfußboden. Genau. Ich habe noch zwei geschmierte Brote dabei gehabt. Den einen, den werde ich jetzt essen. Und der andere hat mein Bruder hier. In diesem Brot sind folgende Zutaten drin, das habe ich glaube ich vorhin oder so erzählt gehabt. Da ist Brot drin, Käse, Margarine, der eklige Weißkraut und ein bisschen Porree. Das habe ich reingebracht. Und das wird jetzt gegessen. Guck mal, noch etwas über 2 Kilometer, bis wir bei dieser Ortschaft angekommen sind. Wir sind jetzt gerade an dieser Stelle angekommen, wo hier dieser Zaun im Weg steht, wo wir unsere schweren Wagen rübertragen müssen. Und wenn wir diesen Zaun dann rübergelaufen sind, dann geht da schon wieder so ein Weg mit Schwierigkeit. Also da, wo dieser Gras so hoch ist und sowas. Das geht uns gleich so richtig auf den Sack. Dieser Weg, also dieser Weg mit Schwierigkeit, mit ganz viel Gras hoch. Das wird uns gleich so richtig nerven. So. So, wir sind drüben und jetzt nach Richtung da lang laufen. Zu diesem Weg mit Schwierigkeit. Also den Weg, den wir vorhin die ganze Zeit gelaufen sind. Oh, das so scheiße ist, diesen Wagen hier rumzuschieben. Also ein Weg mit ganz vielen Nerven dran und sowas. Was ganz viel Zeit und Kraft und Energie raubt. Und noch mehr Nerven und sowas. Wir haben jetzt gerade Weg mit Schwierigkeit durchgemacht. Und jetzt sind wir hier. Auf so einer Straße. Zum Glück. Und jetzt weiß ich noch nicht. Ich guck mal kurz. Google Navigation, da bricht jedes Mal ständig ab. Habt ihr eine Ahnung, warum das so ist? Und wie man das ändern kann, dass dann mal nicht mehr abbricht? Das nervt total. Jetzt noch 1,2 Kilometer. Und dann haben wir diesen Zielort erreicht. Und dann prüfen wir, wo wir dort pennen. Vielleicht Bushaltestelle oder irgendwie was anderes. Mal gucken. Irgendwas finden wir auf jeden Fall. Wir sind gerade angekommen und diese Bushaltestelle hatte leider kein Bushäuschen. Und das ist voll scheiße. Und deswegen haben wir hier diesen Tisch und Bank gefunden. Also hier eine Sitzbank und da, wo mein Bruder hier rumsitzt,
Und auf gut Glück, dass es heute noch nicht regnet, werden wir hier auf dieser Bank hier rumschlafen heute Nacht. Das werden wir heute machen. Und falls ihr euch fragt, warum ich so überblendet bin, von meiner Filmleuchte, da ich dieses Ding, was eigentlich da drauf gehört, diese Schablone oder was das Licht irgendwie nicht so grell macht. Das habe ich leider verloren gestern. Das ist voll scheiße. Ich werde jetzt das hier kochen. Also dieses Schweizer Käse Miracoli mit Hackbällchen drin. Dieser Fertiggericht. Das werde ich jetzt gleich hier reinmachen. Und oh Scheiße, mir ist eine Scheiße aufgefallen. Und zwar hier ist so ein bisschen Spiritus drin. Und mein letzter Rest Spiritus, was ich noch in meinen in das hier drin hatte, das war mein letzter Rest Spiritus, was ich überhaupt noch da habe. Das ist jetzt hier drin. Und das heißt, zum einen, dass morgen kein Kaffee gibt. Und zum anderen hofft man zutiefst, dass das hier ausreicht, dass das hier dann vollständig warm wird. Genau. Und wir hoffen auf jeden Fall auf das Beste, dass wir das hier gleich warm essen können. Ich werde das jetzt erstmal hier reinstellen. So, ich habe angemacht. Topfinhalt ist auch schon drauf. Jetzt zudecken und wirklich hoffen, dass das hier bis zum Ende hält. Also bis dann unser Fressen kocht. So. Ich denke, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Weil langsam Blasen kommen. Aber ich glaube, ich lasse das noch weiter so ein bisschen rumköcheln. Bis dann vielleicht dieser Spiritus komplett aus ist. Also ich bin guter Dinge, dass wir gleich warmes Essen haben. So, ich habe gerade ein bisschen probiert und das sieht ganz gut aus. Ich denke, Fressen ist fertig. Das heißt, ich werde das jetzt halbieren. Dankeschön. So. So, jetzt jetzt fressen. Ich hatte mir eben gerade gedacht, irgendwie vielleicht so einen kleinen Rest für morgen dazulassen für Kaffee. Aber da sind noch ganz, ganz wenige Tropfen. Also in der nächsten Minute ist das sowieso schon aus. Und deswegen denke ich mal, lass ich das einfach brennen. Und werde dann morgen, wenn wir in Leer angekommen sind, dann mir irgendwie einen Kaffee holen. Bei einem Bäcker oder so. In einem Einkaufsladen oder keine Ahnung. Aber das hier, was hier drin ist, das reicht auf gar keinen Fall aus, um morgen nochmal einen Kaffee zu machen. Aber jetzt erstmal Abendbrot essen. Also als Fertiggericht finde ich das hier richtig geil. Also voll die geilen Nudeln, voll die geile Soße, Hackbällchen. Also gut, die Hackbällchen finde ich jetzt ein bisschen billig geraten. Aber trotzdem insgesamt top Fertiggericht. So, mein Bruder, der liegt hier schon rum. Wie ein Wurm. Und ich lege mich jetzt hier auch hin. Rumzuschlafen. Ich glaube, genau das mache ich jetzt. Ich würde sagen, gute Nacht bis morgen. Guten Morgen. Wir sind von ganz leichten Regen überrascht worden. Das kann man hier an diesem Tisch oder so sehen. Oder hier, dass das hier so nass ist. Aber es scheint ein bisschen aufgehört zu sein.
war gerade am Überlegen gewesen, mal eben schnell den Tarp rüberzuziehen. Aber wenn das jetzt aufgehört hat, dann brauche ich das sowieso nicht machen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und hier ist weit und breit einfach kein Unterstand. Das ist voll scheiße. Na gut, hoffentlich hat das jetzt komplett aufgehört. Sonst werde ich mich jetzt einfach wieder hinlegen. Nochmal guten Morgen. Es hat manchmal immer wieder so ein bisschen Niesel geregnet, genauso wie jetzt gerade. Also jetzt kommen auch so ganz leicht Tropfen. Und hier mein Schlafsack ist ganz leicht feucht und das hat ein bisschen rumgenervt. Und das war auch irgendwie total kalt heute Nacht gewesen. Und voll windig, da kam ganz oft so ein komischer kalter Wind und das war auf jeden Fall für meinen Sommerschlafsack zu wenig gewesen. Aber egal, wir müssen, in einer Dreiviertelstunde kommt der Bus. Und deswegen jetzt erstmal die Sachen zusammenpacken, Zähne waschen und dann dorthin laufen zur Bushaltestelle. Ich glaube, diese Bushaltestelle ist vielleicht 3 Minuten oder so entfernt von hier. Das machen wir jetzt. Bevor ich Zähne putze, wollte ich euch zeigen, dass ich schon bereits meinen Schlafsack eingepackt habe. Ich muss noch meine Isomatte zusammenpacken. Ich wollte euch die Stelle zeigen, wie wir gepennt haben. Und zwar, da ganz hinten, da sind Häuser und so weiter. Aber das ist eine kleine Ortschaft, also hier ist so gut wie niemand vorbeigegangen. Also außer dass da vielleicht, keine Ahnung, vielleicht 2-3 Autos haben wir gehört, die hier vorbeigefahren sind. Und weiß ich, also ich habe keine Menschen hier gemerkt. Nee. So wirklich. Also morgens war ein Hund hier, der ist ganz lange gekommen. Aber wo du Autos sagst, ich habe auch nachts keine gehört. Ja. Also nichts los hier in diesem Dorf. Hier ist diese Bank. Hier habe ich gepennt. Und hier hat mein Bruder gepennt. Wo das dann geregnet hat, da hat mein Bruder sich hier unten hingelegt. Genau, das war unser Pennplatz für heute Nacht gewesen. Achso, wie gestern Abend schon angedeutet, müssen wir heute auf Kaffee verzichten. Also jetzt gerade. Weil, ihr wisst ja, mein Spiritus ist leider leer gegangen, komplett. Das heißt, wenn wir gleich Bus fahren, der Bus, der kommt in 10 Minuten, und wir in Leer angekommen sind, dann Kaffee für unterwegs holen, bei einem Bäcker oder so. Aber voll scheiße, jetzt fühle ich mich irgendwie total müde und unaufgewacht ohne Kaffee. Aber egal, wir gehen gleich jetzt rüber zur Bushaltestelle und fahren mit Bus. Meine Sachen sind schon gepackt. Also mein Wagen. Ich warte noch, bis mein Bruder die ganzen Sachen zusammenpackt. Mein Bruder hat fertig eingepackt und jetzt zur Bushaltestelle hinlaufen starten kommt. Wir sind an der Bushaltestelle angekommen und jetzt warten, bis Bus ankommt. Unser Bus kommt angelaufen. Jetzt dort einsteigen und nach Leer hinfahren. So, wir sind in Leer angekommen. Und wir haben noch Zeit, bis hier Zug und Flixbus kommt. Wir laufen jetzt einmal zu diesem Multicenter oder wie das heißt. Da, wo wir gestern drin waren. Das ist vielleicht so 1,5 Kilometer von hier entfernt. Weil dort gibt es sowohl Döner als auch Biergeschäfte. Das heißt, ich werde gleich so ein paar Genusswarte-Biere kaufen gehen. Und wenn das passiert ist, dann werden wir dort Döner kaufen gehen und diesen dort probieren. Das machen wir. Auf dem Weg zum Multicenter haben wir hier eine Bäckerei gefunden. Ich werde da erstmal Kaffee holen und sowas. Zum Kaffee trinken, damit ich so ein bisschen wacher werde.
Ich habe schon mal Kaffee getrunken, der noch besser ist, aber der schmeckt mir trotzdem ganz gut. Kaffee ist fertig getrunken und jetzt hinlaufen zu diesem Biergeschäft. Wir sind bei diesem Multicenter angekommen. Das ist ein Biergeschäft mit noch mehr Sachen drin. Da ist auch ein Dönerladen und ich hoffe auch eine Toilette drin, die ich dann gleich zumachen kann. Ja genau. Ich glaube, das mache ich jetzt. Erstmal da reingehen und nach einer Toilette suchen. So, ich habe jetzt gerade in diese Multicenter-Toilette reingemacht. Und ich bin sehr, sehr unzufrieden mit dem Bierschissgeruch. Weil ich wollte andere Leute ärgern und das war zu wenig gewesen. Ich bin da sehr unzufrieden mit diesem Ergebnis. Aber egal. Wir haben eingekauft. Und zwar, mein Bruder hat das hier gekauft. Und ich habe das hier gekauft. Einmal Brennspiritus, weil meiner ist ja leer. Damit ich den Vorrat bereits schon in der Tasche habe. Nicht, dass ich den bei der nächsten Tour vergesse. Dann einmal hier so ein Nähfaden, weil ich habe nur noch ganz wenig Nähfaden in meiner Tasche drin. Deswegen habe ich daran gedacht. Ein bisschen Zucker. Aber nicht für heute, sondern für die nächste Tour. Das habe ich im Vorrat gekauft. Dann hier Apfeldreiecke und Quarktasche. Vanille. Irgendwas mit Vanille stand da drauf. Habe ich mir geholt für unterwegs essen. Hier 6 Allgäuer Büble-Bier. Das sind richtige Entspannungsbierchen. Und ich werde jetzt ein Bier trinken. Ich mag kein Bierausscheidung. Ja, das sind richtige Entspannungsbiere. Aber ich glaube, ich werde vielleicht 3 oder 4 Wartebierchen trinken, bevor dann irgendwann Flixbus kommt. Und vielleicht die letzten 2 Flaschen irgendwie zu Hause, wenn ich zu Hause angekommen bin. Weil genau heute, im Aufnahmetag, sollte meine Premiere laufen. Das heißt, ich werde das währenddessen Premiere läuft. Die letzten 1-2 Bierchen, was ich noch bestimmt später über haben werde, aus Entspannungsgründen, ganz entspannt Bierchen trinken. Währenddessen das dann läuft. Und morgen werde ich auf jeden Fall Bierpause machen. Wir haben ein bisschen geschaut, welcher Dönerladen am besten bewertet ist. Und der am besten bewertet ist, der ist leider heute geschlossen. Weil andere Dönerläden, die auch gut bewertet sind, oder besser als der hier hinter, die sind viel zu weit weg und so weiter. Und deswegen werden wir hier drin, der Dönerladen, der hier bei diesem Multicenter drin ist, werden wir jetzt gleich Döner kaufen gehen. Zum Dönerfressen. Wir haben gerade Döner gekauft, bei diesem Multi-Kebab-Haus oder wie das heißt. Ich habe den hier hingehangen. Und weil mein Bruder noch am Döner kaufen ist, warte ich auf ihn jetzt gerade draußen, bis er wieder hergekommen ist. Und wenn er dann hergekommen ist, dann laufen wir zur nächsten Bushaltestelle, um dort Döner zu fressen. Ja, toll, diese Bushaltestelle, die wir fokussiert hatten, wo wir Döner essen wollten, die ist leider besetzt. Und deswegen gehen wir jetzt weiter und sind dann auf der Suche entweder nach einer anderen Bushaltestelle, nach einer Bank, also Sitzbank meine ich jetzt, oder so ein Stein oder Steintreppe oder sowas, wo man drauf sitzen kann, um Döner zu essen. Wir haben eine Bushaltestelle gefunden, wo kein schmieriger Mensch da drin sitzt. Das heißt, wir setzen uns selbst dahin und essen genau hier Döner.
Ich habe meinen Döner gerade aufgegessen. Mein Bruder ist doch gerade dabei, den Döner aufzuessen. Und ich würde sagen, dass der an sich leicht besser ist als so ein Durchschnittsdöner. Aber das hat mir trotzdem keinen Wow-Effekt gegeben oder so. Und ich finde, die Zwiebeln waren viel zu klein gewesen. Das Salat hat irgendwie nicht frisch genug geschmeckt. Also irgendwie so ein bisschen zu warm, finde ich. Ja, Brot geht so. Die Soßen fand ich jetzt auch nicht so gut. Also ich weiß nicht, also das hat mir auch wirklich überhaupt gar nicht angetan. Ich würde 6 von 10 geben, aber weil der Preis so teuer ist, von 4,90 Euro, glaube ich, war das, würde ich einfach nur 5 von 10 geben. Mein Bruder hat seinen Döner auch aufgegessen. Der ist drin. Und der hat das doch noch nicht vollständig aufgegessen. Den hat er teilweise aufgegessen und teilweise verpackt, weil der hat noch eine lange Bahnfahrt. Von 4 Stunden oder so. Also eine längere Rückfahrt als wie bei mir. Weil ich wohne ja in Bremen und er wohnt in der Nähe von Celle. Aber hier, guck mal, sein Zug, der kommt bald. Das heißt, wir machen uns auf den Weg zum Hauptbahnhof. Ja, guck mal, wir sind hier vor versperrter Schranke und da ganz hinten ist dieser Bahnhof, also da drüben. Mein Bruder, der verabschiedet sich von mir. Ja. Ciao. Mach's gut. War eine coole Tour. Ja. Danke. Hab mich gefreut. Mich auch. Ja, ciao. Wiederholung machen. Der Zug von meinem Bruder ist abgefahren. Und solange der Flixbus noch nicht da ist, der erst nach 1,5 Stunden oder so kommt, werde ich jetzt erstmal ganz gemütlich ein Wartebier trinken. Oh Scheiße, ich sitze jetzt gerade hier 20 Minuten rum und wir haben jetzt 15 Uhr ungefähr und ich dachte die ganze Zeit, dass mein Flixbus so gegen 16 Uhr fährt, so kurz nach 16 Uhr oder so, also dass ich irgendwie nur eine Stunde warten müsste, aber ich habe gerade geschaut und der fährt erst um 16.50 Uhr, das heißt, ich muss knappe 2 Stunden hier warten und nichts machen. Schade, dass Flixbus nur so selten fährt und auch es nur so wenig Haltestellen gibt, wo ein Flixbus überhaupt fährt. Weil die Preise sind ja meistens richtig gut bei Flixbus. Aber gut, kann man nichts machen. Krankheit. So, man, Flixbus, das ist aber ein anderer Bus. Aber das ist trotzdem jetzt Flixbus. Der ist angekommen und jetzt nach Bremen hinfahren, Start kommt. So, ich bin jetzt gerade hier aus diesem Flixbus ausgelaufen. Wie gesagt, dieser Flixbus, das hier, das ist ein anderes Unternehmen als Flixbus. Aber der arbeitet dieses Mal stellvertretend für Flixbus, deswegen dieser Bus. Aber ich bin da hier ausgelaufen, ich bin jetzt in Bremen oder wie das heißt. Und jetzt laufe ich zu Fuß nach Hause, glaube ich. Diese 4,5 Kilometer oder wie viel das sind. Ich glaube, das mache ich jetzt. Also werde ich, wenn ich jetzt zu Fuß nach Hause laufe, die 4,5 Kilometer oben drauf rechnen. Ich bin ein paar hundert Meter schon zurückgelaufen von Flixbus Haltestelle. Und hier, guck mal, hier vorne ist eine richtig nervige Ampel, die rötlich erscheint. Die nervt mich die ganze Zeit, weil das kostet Wartezeit. Weil hier Zeit ist das drittwichtigste Gut, was man beschützen soll. Und das kostet Zeit. Und das ist scheiße, weil Zeit kann man nicht wieder zurückholen. Das nervt mich, das bringt mich zu heulen gleich. Ich muss rüber. Das muss weg. Dieses Rot muss zum Grünen reinkommen. Hineinpflanzen. Das ist wichtig. Ah, jetzt ist endlich grün, jetzt ist endlich Naturfarbe dran. Richtig geil. Jetzt habe ich wieder Freude und Lächeln.
Es hat viel zu wenig geplatzt, das nervt mich auch. Bierpower! Ich hab Bierpower gemacht und da vorne ist dieser Bauhaus. Also genau dieser Bauhaus, wo ich die billigste Klapsackkarre vom Bauhaus gekauft habe. Und Schrankscharniere und Glühbirnen. Da habe ich das dort vorne auch gekauft. Bei genau diesem Bauhaus. Weil ich bei diesem Bauhaus bin und nicht weit von zu Hause entfernt bin, würde ich sagen, sieht man sich gleich, wenn ich gleich wieder zu Hause angekommen bin. Also würde ich sagen, bis gleich, wenn ich zu Hause angekommen bin. Blaues Licht, ihr wisst schon, was das macht, ne?